Das Projektkonsortium mit dem Projekt Klimaentlaster. Elektrotransporträder als moderne, nachhaltige Verkehrsmittel sind in Kleinstädten oft noch nicht so etabliert wie im urbanen Raum. Diesem Thema widmet sich das Projekt Klimaentlaster. Dabei wurde ein Konzept für E-Transportrad-Sharing für Privatpersonen und Betriebe in Kleinstädten entwickelt und in 3 Pilotstädten gestartet: Mattersburg, Amstetten und Freistadt. Also die Vorteile in der Transportradnutzung reichen von der sportlich-dynamischen Mobilität bis hin zur Umweltfreundlichkeit. Was uns viele Nutzerinnen rückmelden, ist vor allem diese unglaubliche Effizienz in der Zustellung im Siedlungsbereich. Wir haben Räder im Einsatz, die verstärkt für den Personentransport geeignet sind. Wir haben solche im Einsatz, die verstärkt für den Gütertransport im Einsatz sind. Ein ganz großer Anteil an Nutzerinnen nutzt für den Kindertransport. Das Ausleihen funktioniert zuerst einmal kostenlos. Man geht auf eine Webseite klimaentlaster.at. Dort registriert man sich, reserviert ein Fahrrad und kann es zu dem Zeitpunkt, den man reserviert hat, bei einem Radlgeber oder Radlgeberin abholen. Das ist eine Person, die sich um das Rad kümmert. Oder wir haben auch ein Testrad, wo wir eine smarte Verleihbox im Einsatz haben, die funktioniert über Smartphone rund um die Uhr. Ziel des Projektes ist es, einen ökologischen, sozialen und ökonomischen Mehrwert für die Gemeinden zu generieren und dauerhafte Transportradangebote als CO2-freundliche Alternative zu etablieren. Klimaentlaster dient als Vorzeigeprojekt für nachhaltige Mobilität in Gemeinden.